Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Mein Name ist Glabur. Wir wollen weitermachen, da wo wir letztens aufgehört haben. Jawolla, jawolla, so sollte es sein. Wir drücken noch, ne, hier Stopp und Start. So, ja, dann wollen wir mal weitermachen, gucken, ob das Mikro wieder richtig ist. So sollte es eigentlich ganz okay sein. Dann gehen wir hier in die Tür. Da haben wir letztens aufgehört. Hallo Charles. Ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Es heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. So, wir sollen dahin. Wie war das nochmal? So, genau. Oh, jetzt krault er hier den Hund. Warum pfeift er nicht? Hey, was ist das? Warum ruft er nicht das Pferd? Ja, setzen wir halt so auf. So, ab geht's. Ja, ich habe vorhin mein erstes Ult-Game aufgenommen. Mal schauen, wie es bei euch so ankommt. Wollen wir mal abwarten, wie es so wird. Auf jeden Fall ist das mit meinem Ton noch nicht so ganz geglückt da. Die erste Folge. Ich hoffe, dass das in der nächsten besser wird. Ich habe es dreimal neu aufgenommen. Jedes Mal hat es nicht so ganz geklappt. Jetzt habe ich den Ton voll weit runtergedreht von dem Spiel. Also bei... Nee, ganz genau. Kann man da jetzt schon Schnellreise benutzen? Da müssen wir hin. Hä? Anscheinend nicht, oder? Schwenken, lenken. Legenden verlassen. Scheint nicht. Ich weiß auch nicht, wie wir da genau hinkommen sollen. Frage, nächste Frage. Habt ihr euren Verstand zu Hause? Aber wir können auch stehen auf dem Pferd. Cool. Ja, jetzt bin ich gerade ein wenig überfragt, wie wir da hinkommen. Was von der Schnellreise oder so hat er uns ja nicht erzählt. Ich weiß, dass es eine gibt. Aber wie das funktioniert, bin ich gerade ganz ehrlich, weiß ich nicht. Was ist eigentlich dieser... Kopf da. Mhm.
gerade ganz ehrlich, keine Ahnung. Ach, die Soldaten. Denken sowieso, sie wären hier die Größten. Ja, ich glaube, wir sind doch richtig auf dem Weg. Ja, hier gibt es jetzt eine unsichtbare Wand wieder, oder was? Ne, doch nicht. Na, ja, wir hängen fest. Da hing der Ackergaul fest. Fast es ja wohl nicht. Hey, das macht er sogar richtig. Hüpf. Ja, ein ganz schön weiter Weg, würde ich mal sagen. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Ja, dass ich das Ult Game aufgenommen habe. Nach langem Hickhack habe ich es dann ja doch hingekriegt, dass das funktionierte. Yeah, hüpf nochmal. Juhu. So. Jetzt sind wir wohl da. Nach Grenzland reisen. Wirklich nach dem Grenzland reisen. Akzeptieren. So. Jetzt meine Kippe auch noch verglüht hier. Ja, auf jeden Fall werden wir mal sehen, wie es hier mit Assassin's Creed jetzt endlich mal weitergeht. Hier übelst lange warten mal wieder. Hallo, betrete. Na komm. Aff jetzt hier nicht rum, sieh zu hier. So. B ist Zurückreisen, gehe ich mal von aus. Können wir uns jetzt unser Pferd wieder rufen? Tab drücken? Nee. Ah, ich lerne das noch, wie das funktioniert. Mit R. Pferd. Ach, falsch. Rufen können wir. Doch, jetzt haben wir es gerufen. Reiten wir mal weiter bis zu dem Ausrufezeichen. Ja. Über einen Zaun springt er, aber über so einen Baum, da tut er sich schwer. Boah, Donnerwetter, jetzt guckt euch das an. Junge, Junge, Junge. Mein Gott, wie weit denn noch? Na, endlich. Ach, es wird ja auch Zeit, echt. Mission starten, jawohl. Boah, 9 Minuten hier. Habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Mit den Pferden sind wir. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir.
Braddock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Kitkats. Ganz zu schweigen von seiner Demut. Tut die verlangt. Ich versuche derweil, euch freistellen zu lassen. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld. Sieht ja schon cool aus, Leute, ne? Die ganzen Fußabdrücke und das ist echt schon cool gemacht. Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Verdammt! Diese Spuren sind frisch. Es muss ein Irre sein. Sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus. Okay, wir müssen die Spuren, glaube ich, folgen. Gehe ich jetzt zumindest mal von aus. So, da haben wir sie doch schon. Komm zurück! Kehr zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein zurecht. Aber Sir! Kein Aber! Geht! Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Ja, ich weiß nicht, ob... Ich bin nicht dein Feind! Bitte, hör mir doch zu! Oh mein Gott, Weiß, so lass mich doch sprechen! Genug von diesen Spielchen! Ach, Scheiße! Maus, ich klick doch, Oh, ich hab doch! Oh lol, ihr habt doch eh gedrückt. Wir sind gestorben. Ja, ich hab doch. Ach, das kann doch nur ein schlechter Scherz sein, oder? Ah, Kuh, auf einmal mal Kuh drücken. Ah, das kann doch gar nicht sein, Leute. Ich drücke und drücke. Was ist das schon wieder hier für ein Dreck? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, Kuh. Ja, jetzt Leertaste. Mann. Ach. Ach, Mann. Das kann doch gar nicht sein. So schnell kann man doch gar nicht die Tasten drücken, Leute. Ja, da drückst du gerade E, dann sollst du schon wieder Q. Also, keine Ahnung.
Ja, ich hab gedrückt, du kleines. Ja, schon wieder gedrückt. Ja, das kann doch gar nicht sein. Also echt, das ist doch totaler Schwachsinn. Das ist das, wo mich jemand vorgewarnt hat, wenn diese schnellen Tastenkombinationen kommt, dass das wohl sehr assi gemacht worden ist. Ja, wieder richtig gedrückt und nein. Die Tussi wahrscheinlich wieder finden. Du kostest mich Nerven, Weib! Ja, hoch! Ach, da kann der nicht. Das ist doch echt ein Gimp.